Zeitz. Zeitz, wie ich gelernt habe, schon eine Weile, ist eine historische Stadt und das ist, glaube ich, ein großer Schatz. Es gibt viele Gebäude, die von der alten Zeit zeugen, was die mir sehr sympathisch sind. Es gibt Straßenzüge, da sage ich immer, das sieht aus wie in Heidelberg. Wenn es schön renoviert ist, am Franziskanerkloster zum Beispiel, ist ein ganzer Straßenzug, sieht aus wie aus dem Ei gepellt, es ist bergig und es hat dann diese Kopfsteinpflaster-Geschichte. Das ist eigentlich sehr heimelig. Direkt gegenüber ist auch das Franziskanerkloster. Was ich in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt habe, ist der Innenhof. Da hat man auf dem Hügel herab bei Sonnenuntergang einen eigentlich malerischen bis inspirierenden Blick und fühlt sich so irgendwie der König von Zeitz, schaut hier runter und die Sonne macht Feierabend. Das finde ich sehr herausragend. Natürlich die Sehenswürdigkeiten, die einschlägig sind, die ich wahrscheinlich gar nicht so erwähnen brauche. Mein Lieblingsort ist eine der einige Restaurants, die ich natürlich nach getaner Arbeit am Abend aufsuchen kann. Schon quasi von den ersten 4 Wochen an haben wir den Irish Pub gefunden und der hat uns auch nicht mehr losgelassen. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre und ist eigentlich eines der Highlights von Zeitz. Aber es gibt auch andere nette Ecken, die man aufsuchen kann. Gut, selbstverständlich, da wo viel gemacht wurde, ist es schön geworden, zum Beispiel im Schlosspark. Ich war auch im Kinderwagenmuseum, finde ich auch sehr, sehr nett und sehr individuell, einzigartig. Und das ist die Art, wie Zeitz mit der Geschichte umgehen sollte. Sich auf das besinnen, was in der Vergangenheit sehr schön und sehr bemerkenswert war und gleichzeitig nach Neuem suchen. Zeitz ist seit 16 Jahren meine berufliche Heimat. Vor 16 Jahren waren wir auf der Suche nach einem Standort für unsere Produktion Bagels, Muffins und Sweets. Und wir hatten Kontakt gefunden zu den Landesregierungen, die uns über eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft verschiedene Optionen angeboten haben. Und eine davon war tatsächlich in Zeitz gelegen. Und ich denke, im Februar 2000 hatten wir die Chance, eine Fläche zu besichtigen. Das war eine stillgelegte, aber renovierte Bäckerei. Wer sich damit auskennt, weiß, dass es die C-Markt-Bäckerei war in Zeitz. Und die hat uns sehr gut gefallen. Die war für uns ein richtiger Schritt. Und wir konnten im Mai in die Bäckerei einziehen. Seitdem haben wir es natürlich geschafft, das Produkt Bagel in Deutschland weiter populär zu machen. Und haben es dann in der Folge geschafft, zu wachsen und mit unseren Mitarbeitern aus Zeitz nach Drosdorf umzuziehen. Und seit 2003, 2004 in einer noch größeren Bäckerei weiterhin immer mehr Bagels zu backen. Zeitz ist in der Nähe unseres ersten Restaurants, Nikolaistraße in Brühl, steht die Bagel Brothers Sandwich Restaurant Einheit und die wollte natürlich als erster und wichtigster Kunde zuverlässig qualitätsvolle Bagels verkaufen. Wir haben bald festgestellt, dass im Restaurant zu wenig Platz ist, um die ausreichende Anzahl Bagels für das ein oder andere Restaurant in Zukunft auch noch herzustellen. So war die Idee geboren, eine Bäckerei unabhängig vom Restaurantbetrieb zu haben. Und deshalb machte Zeitz auch von der räumlichen Nähe zu Leipzig großen Sinn. Zeitz ist die Region, in der wir unsere Heimat gefunden haben. Wir haben ja zu Beginn bei Null angefangen. Unsere Mitarbeiter mussten erst lernen, was ein Bagel ist. Dass es kein Donut mit Sesam ist, sondern ein neues Produkt. Also haben wir Fachkräfte in Zeitz gesucht und seitdem hat sich das Know-how bei unseren Mitarbeitern sehr gefestigt. Wir haben viel dazugelernt, haben neue Mitarbeiter gefunden, konnten sie trainieren und haben jetzt aus der Region einen Mitarbeiterstamm, mit dem wir unsere Handwerkskunst beherrschen. Wir sind gerade in dem Restaurant Bagel Brothers in der berühmten Nikolaistraße in Leipzig. Das ist der Punkt, zu dem wir zuerst Bagels aus den USA gebracht haben und unser ganzes Leben mit Bagels angefangen hat. In dem Restaurant finden wir Produkte aus der Bagel Bakery direkt hinter mir. Natürlich sind die Bagel Brothers Restaurants bis heute unser Kunde und werden jede Woche mit frischen Bagels aus Zeitz versorgt. Thank you.
ist einfach die Freude zu sehen, wenn Kinder, Jugendliche oder auch Ehrenamtler Unterstützung erfahren durch unsere Produkte bei ihren Events, bei ihren Zielen und Veranstaltungen rausgehen können und wirklich was zeigen können. Muss ich sagen, ich kenne jemanden, der arbeitet da oder das ist eine Firma aus Zeitz und das ist von hier, das ist nicht irgendwie gekauft oder importiert, hat einen Bezug, sind ja auch nicht zuletzt die Arbeit als auch die Rohstoffe in den Produkten sind teilweise direkt aus Zeitz, zum Beispiel der berühmte Zucker, aber auch Mehl oder andere Zutaten, die lokal, regional erzeugt werden können, sind wirklich bei uns in der Verarbeitung und am Ende werden sie zu unseren Produkten. Als wir in der C-Markt-Bäckerei waren, so nach ungefähr einem Jahr, kam also eine Werbung auf meinen Tisch geflattert und da sprach es von dem Zeitzer Michael. Wie die meiste Werbung habe ich das erstmal in den Müll geworfen, aber habe es überflogen. Und dann nach 10 Minuten habe ich es wieder rausgeholt und sagte, Mensch, wir können da mitmachen, kostet nichts. Und wenn wir da irgendwie aufs Treppchen kommen, dann haben meine Mitarbeiter zumindest ein bisschen Motivation, können erzählen zu Hause. Ja, und der Teufel wollte es. Ich habe dann da handschriftlich meine Bewerbung in nochmal 20 Minuten da eingetragen. Und irgendwann kam der Fotograf und meinte, ob ich denn am 2. Februar auch in Zeitz sei, ob das möglich sei. Und dann irgendwann haben wir wirklich nichts geschnallt und sind dann zu der Vergabe gefahren und haben uns also immer gefragt, ja, wer hat denn nur gewonnen? Dann war am Ende keiner mehr übrig. Und dann war es tatsächlich so, dass wir aufgerufen wurden und den Zeitzer Michael gewinnen konnten. Das war eine echte Überraschung, vor allem wenn man bedenkt, dass ich um ein Haar die Bewerbung unbeachtet hätte in den Ausguss geschüttet. Positiv, denke ich. Es ist doch eine ganze Menge passiert, soweit ich es beurteilen kann. Natürlich kenne ich vieles aus der Vergangenheit nicht, aber ich denke, es sind große und kleine Firmen entstanden. Nicht alle sind geblieben, aber auch sehr große, wie zum Beispiel ein Südzucker oder in Tröglitz im Industriegebiet. Große Industrieunternehmen haben sich angesiedelt oder sind gewachsen. Wir sind auch ein kleiner Teil davon. Ich denke, insgesamt gesehen kann man sehen, dass die Bemühungen Erfolg haben. Einige der in den Westen abgewanderten Zeitzer kommen zurück, weil sie Arbeit finden und weil sie auch die Vorteile von Zeitz erkennen, weil sie heimisch sind, aber auch weil eigentlich, ich sag's mal etwas profan, das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht schlecht ist. Ich denke, Zeitz ist auf keinem schlechten Weg. Zeitz ist auf einem guten Weg. Viele Dinge wurden angepackt und werden angepackt. Ich kenne aus den letzten 16 Jahren viele Verantwortliche, die tatkräftig, auch kompetent und erfolgreich an der Zukunft von Zeitz gearbeitet haben. Und ich wünsche mir, dass das so weitergeht. Ich wünsche mir auch, dass die Bevölkerung von Zeitz das sieht, dass sie es versteht und dass sie die positiven Punkte erkennen kann und jeder seinen Beitrag leisten kann, damit es zusammen ein Gelingen geben kann. Das wünsche ich mir. Ich bin auch Zeitz, absolut. Ich bin viele, viele Tage meines Lebens in Zeitz. Meine berufliche Heimat. Gut, meine Familie hat es nicht geschafft, nach Zeitz zu ziehen. Aber sei es drum, die Kinder fühlen sich auch woanders wohl. Ich komme sehr gerne nach Zeitz. Und das ist Teil meines Lebenswerks. Und vieles unserer gemeinsam erreichten Erfolge ist nicht trotz, sondern auch wegen Zeitz so gekommen.